Nové Lázně, das neue Bad. Das neue Bad, das schönste Kurhotel, steht in Marienbad seit dem Jahr 1896. Heute ist es durch eine überdachte Promenade verbunden mit dem Zentralbad und dem Hotel Maria Spa Courtyard. In ihm befindet sich das älteste Moorbad in Europa und der größte historisch originale Komplex, der den Heilkuren gewidmet ist. Der Vorgänger des heutigen Gebäudes war ein altes Objekt aus dem Jahre 1828. Es entstand in den letzten Lebensjahren des Stadtgründers, des Abtes Karl Kaspar Reitenberger. Es trug den Namen Neubad und Architekt war Josef Esch. Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Marienbad seine goldene Zeit. In die Stadt kamen immer mehr wohlhabende Besucher, Politiker, Regenten, gut situierte russische Großfürsten und westliche Millionäre. Daher entschloss sich die Abtei des Klosters Teppel, die Marienbad verwaltete, für diese prominenten Gäste ein neues, modernes Gebäude zu bauen. Das neue Bad wurde unter der Feder des Architekten Josef Schaffer in ein luxuriöses Kurgebäude im Stile der monumentalen Neorenaissance verwandelt. Zu den regelmäßigen Gästen dieses Hotels gehörte auch der englische König Edward VII. Sein Urenkel Prinz Edward, Graf von Wessex, hat hier im Jahr 2005 ein paar Tage verbracht. Das Fünf-Sterne-Hotel hat sich dank seiner Lage im Kurzentrum, nahe bei den Parks und den Kolonnaden, zu einem sehr beliebten Hotel bei Besuchern russischer und deutscher Nationalität entwickelt. Aber auch Gäste aus England, Frankreich, der Slowakei und Tschechien finden ihren Weg hierher. Das Kurhotel Neues Bad bietet Heilprozeduren, bei denen die natürlichen Heilquellen und Wasserheilverfahren im Komplex des römischen Bades zur Anwendung kommen. Es ist bis heute im ursprünglichen Zustand des Jahres 1893. Zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde das neue Bad umfangreich renoviert und modernisiert. Es kam ein ganz neuer Trakt für Unterkünfte hinzu. Durch die Renovierung ungenutzter Badekabinen entstanden 60 neue Zimmer und 7 Kabinen für Kohlensäurebäder. Das Schwimmbad wurde vergrößert und auf dem Dach des Bassins entstand die Lobbybar mit Sommerterrasse. Verschönert wurde auch die Eingangshalle und das Café. Die Anwendungen im neuen Bad lindern vor allem Erkrankungen des Bewegungsapparates und Durchblutungsstörungen der Organe. Man heilt hier aber auch Dickleibigkeit, Erkrankungen der Nieren- und Harnwege sowie der Atemwege. Erfolgreich werden hier allerdings auch Potenzstörungen behoben. Das neue Bad bietet Mineralbäder in den ursprünglichen historischen Bäderkabinen, Moorpackungen, verschiedene Arten von Massagen, Kneipptherapie, Anwendungen mit dem natürlichen heilsamen Mariengas, aber ebenso Kyrosauna, Sanarium, Vitasalin. Ein besonderes Angebot sind Mineralbäder in der Königs- und in der Kaiserkabine, die für ihre Heilanwendungen der englische König Edward VII. Und der österreichisch-ungarische Kaiser Franz Josef I. nutzten. Teil des weitläufigen, luxuriösen Kurkomplexes ist auch das Gesellschaftshaus Casino. Seine Geschichte reicht zurück bis an die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und regelmäßig finden hier verschiedene kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen statt. Im Jahr 1904 sang hier die tschechische Operndiva Emma Destinova. Und im Jahre 1946 schrieb das internationale Filmfestival Carlo Vivari hier das erste Kapitel seiner Existenz. 2009 kamen hier schließlich informell die Minister für Regionalentwicklung der Europäischen Union zusammen.
Das 5-Sterne-Hotel Neues Bad bietet 183 Betten in 97 Zimmern verschiedener Kategorien. Hier gibt es sogar Luxus-Appartements mit modernster technischer Ausstattung.